Spaß. Oh ne. Tauschen wir gegen. Gegen. Ich weiß auch nicht. Kurz in den Rucksack gucken. Hier einfach F3 drücken. Okay. Tana wieder mitnehmen. Na, wo ist es denn jetzt? Achso, nicht mehr im Waffenslot, im Linkslot drin. Dadurch, dass ich es weggeschmissen habe. Das ist auch nicht schlechtes. Dann lunchen wir mal weiter. Ich glaube, die Ecke haben wir jetzt gesaved. Hier ist nichts weiter. Können auch schon hin. Da. Boah, die haben mich umgeledert. So, dann kommt noch einer. Come on, get up. No need for the dramatics. Ah, das Geräusch, wenn du mich wieder hochholst, erinnert mich ein bisschen an Grounded. Müssen wir jetzt nicht hier durch? Durch die Mitte, oder? Wir waren doch hier hinten noch gar nicht überall. Spaceballs? Space Fox. Was? Fox. Also Weltraumfüchse. Mhm. Das ist auch mal ein Schlüssel oder sowas. Jetzt müssen wir hier vorne theoretisch links hoch. Irgendwo. Oder rechts hoch? Guck mal, da hinten steht noch ein Brenner. Ist nicht von der vorhin. Ja, das sind die Videos von. Aua. Du bist mir genau in den Weg gelaufen, wo ich das geworfen habe. Okay, dann hast du vielleicht doch recht, dass wir noch da hinten müssen. More of Michael's victims. Ja, guck mal, hier sieht man noch Fußspuren. Wir müssen hier lang. Wieder rein, ja. Hier ist noch eine Kiste. Michael! Und voll. Der Dixie oder du? Hier ist wirklich nicht mehr. Da ist ja wieder der Fette. Hier ist stromig. Stromig? Stromig. Ein bisschen stromig. Oh, ich hänge. Oh, doch nicht. Ey, ich küsse den. Locked. Bist du weg? Maybe he knew something was chasing him.
gewusst, dass da hinter der Ecke noch eine Kiste sein muss. Hinter welcher Ecke ist eine Kiste? Ja, zeige ich dir gleich, Digi. Was bedeuten eigentlich die Waffen? Achso, mit dem gelben, mit der gelben Ecke bedeutet bloß, dass ich die mir noch nicht angeguckt habe, ne? Ja. Das geht hier im D-Menü gar nicht, ne? Was denn? Mit den, dass du die Waffe in einen anderen Slot packst. Meinst du Mausrad gedrückt oder? Nee. Welches Menü meinst du? Na doch. Wenn du im Rucksack bist, dann klickst du einmal drauf. Ja, im Rucksack, aber nicht an der Werkbank. Achso, nee, in der Werkbank kannst du das nicht umstellen, nein. Das habe ich auch noch nicht verstanden, aber... Nee, an der Werkbank kannst du die Dinger nicht verschieben. Die Frage, ob ich... Ein anderes Katana noch hübsch gemacht. Noch hübsch? Den draufgepackt oder was? So ungefähr, Digi, so ungefähr. Lass mich raten, so gleich blutiges. Nee, ich meinte, hier hinter ist noch eine Kiste hinter David. Warte, ich bin dran. Hinter den grünen Kisten hier. Waffen updaten. Updaten? Updaten. Updaten. Ja, und die Stufenanpassung wird schon gut teuer über die Zeit. So ein Level 12, 13.000. Für was? Um die Waffe mitzuziehen, meinst du vom Leveln her oder was? Ja, genau. Ne? Du kannst ja sagen, ey, hier. Der F2 würde sich wahrscheinlich nur bei. Ne, F1 ist es dann. Oh, okay. Stufenangleich. Oder Stufenanpassung. Ah, alles klar. Hier steht es ja auch bei manchen Sachen. Ja. Aber wie gesagt, das lohnt sich eigentlich nur bei lilanen Waffen. Habe ich ja noch nicht, von daher. Ja. Also später bei lila und orange lohnt sich das denn, meinst du, ja? Ja. Na, ich hab was gibt's denn eigentlich? Es gibt halt grau, grün, ja. blau, lila, orange eigentlich. Die Klassiker eigentlich. Also orange habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich mir auch vorstellen, dass das letztes Jahr. Unterschied macht der blaue Katana eigentlich zum anderen. Boah, 27 mehr Damage. Naja gut, den Damage kannst du ja auch noch skillen, alles mögliche. Später kriegst du ja auch noch Blaupausen. Ja. Wo du den Damage generell von der Waffe auch so erhöhst. Alter, die Waschmaschine hebt ihr gleich ab, Leute. Zum Glück hört ihr das nicht. Wo will sie denn heute hin? Grüße. Wo sie wieder hinfliegen will. Vielleicht wieder einen typischen Malle-Urlaub am Ballermann. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt habe ich wieder den Bug, dass du rückwärts läufst. Dass ich rückwärts laufe? Das ist öfters im Multiplayer so. Denkst du so, Alter, was macht die Person? Dann rennst du die ganze Zeit rückwärts im Hintern. Und oben bringt das, glaube ich, nichts. Oh, sieht aus wie ein Sitcom-Set, ja. Da hat Amy nicht Unrecht. Gucken wir uns hier erstmal um, wa?
Aber wie gesagt, Leute, wenn irgendwas sein sollte, sagt da immer gerne in den Kommentaren Bescheid. Nur wenn ihr mir und dem Schachschaulinchen das mitteilt, können wir uns verbessern. Wenn ihr Wünsche habt, wenn irgendwas nicht hinhaut, immer Rinder in die Kommentare. Oder wenn ihr euch irgendwas Bestimmtes wünscht, was wir mal spielen sollen oder was wir ausprobieren sollen, sagt da auch gerne Bescheid. Dann tun wir dies natürlich gerne. Und falls ihr Bock habt, checkt doch gerne mal Instagram oder Facebook aus oder schaut mal bei Twitch vorbei. Ist natürlich alles in der Infobox und so verlinkt, so wie es sein soll. Nee. Muss man ja auch mal ab und an sagen. So, dann würde ich sagen, drücken wir mal hier den Knopf. Den Aktionsbutton. Grüne Schlotze, ey. So sieht das aus, wenn David Erkältung hat und niesen muss. So einen Fleck habt ihr denn auf dem Boden. Ja, das kann gut möglich sein. Ne? Ach, hallo, ihr Süßen. Ach so, jetzt geht der Knopf nicht mehr, ja. Kato haben wir noch. Müssen wir mal sagen, das Essen schmeckt scheiße. Oh, kommt der Baumeister am Boden. Der läuft, der explodiert. Ist genau reingelaufen. So, jetzt funktioniert der Knopf da wieder. Oh. Hat da jetzt noch einer. Oh fuck, der war noch nicht down! Ja, ich bin mit den Zombies. Oh, weißt du doch, ich bin doch ein Umarmer-Typ. So wie im echten Leben. Ja, natürlich. Ey, die Elektro-Typen sind ja noch schlimmer als die, die explodieren einfach nur. Ja, finde ich zumindestens. Ist da noch einer? Hier hinten war nichts mehr. Ich glaube, dann können wir in den Fahrstuhl, wa? A fake elevator? Du bist beim Film, da ist alles fake. Die ganzen Filmstars sind auch nicht so cool, wie sie immer dargestellt werden. Also es gibt welche, die echt cool sind, aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Ich dachte beim Film 2012 haben sie eine ganze neue Erde gebaut und die auseinandergenommen. Achso, ja. Hier können wir reingehen. Hast du eine Sicherung? Oh fuck! Da war ich. Ja, ich hab sie gemerkt, wo ich Grinny langt habe. Jo, blaue Machete. Fleischklopfer. Viel zum Heilen. Oh. Knickknack. Ah, machen die Schultern. Platz, waren wir hier schon? Oder muss man sich hier nochmal genauer umgucken? Ne, da hinten. Da kamen wir her, oder? Hier kamen wir raus. Hier waren wir noch nicht. Hier ist noch eine Kiste. Hier können wir noch rein. Eine Werkbank? Ich meine, mal ohne Witz, so viele Werkbanken. Bänke, wie man hier findet, muss man doch nicht wirklich die Waffen auf Haltbarkeit skillen, oder? Nee, deswegen gucke ich auch nicht, dass ich die Haltbarkeit drin habe. Nee, ich gehe da auch lieber auf Stärke, mache ich lieber mehr Damage. Wenn ich, so ihr seht, ja alle 5 Minuten hier eine Werkbank finde, wo ich reparieren kann. Und den nee, du musst. Darf sammelst der eh ein.
Du musst ja gucken, deine Waffe hat doch immer einen eingeloggten Mod, den du nicht ändern kannst. Ja. Und wenn der schon Haltbarkeit ist, dann. Nee, dann nehme ich lieber was anderes, dass irgendwie der Mitchell oder so schon drauf ist. Ich glaube, ich habe gar keinen mit Haltbarkeit. Aber das hier ist doch nicht. Oder? Nee, das ist nicht Haltbarkeit. Das ist der letzte Mod da mit dem Schloss, das ist der, den du nicht ändern kannst, und wenn da eine Hante ist, hast du von da von vornherein schon Haltbarkeit. Nee, ich habe diese Scheibe mit dem Pfeil drauf. Ja, genau, das ist müsste Kraft. Nee, ich müsste auch Schaden sein, glaube ich. Dann gehen wir jetzt zur Riesenspinne, David. Hast du Angst vor Spinnen? Wer jetzt gleich Angst vor Spinnen hat, also nicht Angst, sondern das ist ja eine Krankheit. Guckt mal gleich nicht so hin. Oder hört nur hin. Arachnophobie oder so. Genau. Und das gibt es ja auch in allen anderen Varianten. Angst vor Mäusen, ne? Angst vor Insekten, Angst vor Elefanten. Allen möglichen. Dann die alle Sorten. Angst vor Farben gibt es ja auch. Hört sich immer lustig an, aber. Zombies? Angst vor Knöpfen gibt's auch. Giant Spiders. Ich hab auch schon gelesen davon, dass es eine Angst davon gibt, dass du irgendwie von der Ente. Naja, Angst vor Enten und sowas gibt's auch. Okay, hier haben wir die Special-Effekt-Knöpfe, David. Noch mehr Special-Effekt-Knöpfe. The good, the bad. Ja, Feuerlöscher ins Gesicht. Erstmal, glaube ich, erstmal wach. Ich glaube, wenn du den Mund kriegst, da stickst du auch, oder? Das ist auch so eine Nähe fallen. Wir schmolzen quasi. Spider Venom? How do you like this weather? Da hört sich die Nagelpistole böse an, Ding. Ja. Mach auch eine Schaden hier. Da erinnert mich. Oh fuck. Da erinnert mich der Sound, an Fallout. Ich habe ja wirklich Fallout New Vegas, habe ich damals geliebt, Alter. Das ist das auch, ja, stimmt. Jetzt wird zum Heil. Achso, ich habe F gedrückt. Das war meine Waffe. Ja, ich vergesse immer, dass ich meine Special habe. Ja, ich auch. Alter Falter. Wenn eine Waffe komplett abbricht, ist sie für immer für den Arsch, oder? Nee. Okay. Oh, hier wäre noch ein Special-Knopf. Was wäre hier passiert? Doch, das ist. Achso, Truck-Explosion. Ah, alles klar. Explodiert. Der ist ja so schon hochgegangen. Okay, hätte man von dem Boss was gekriegt, wo der hoch ist? Ach, hier liegt das doch. Alles klar. Cool, dass man. Oh, hier liegt noch ein Bauplan. Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Hier bei dir oder was? Genau hier vor mir locker.
wird uns nicht gleich angezeigt, wa? Gut, dann nehmen wir hier unten mal noch kurz drin, bevor wir Michael Bescheid sagen, dass die Luft rein ist. Gehört nur uns. Okay. Und der hat sich ja auch im Wohnwagen versteckt. Es ist halt Michael. Da darfst du nicht erwarten, dass der einen Finger krumm macht. Der sagt viel, tut aber wenig. So wie viele Menschen. Ah. Ist nur menschlich. Ey, wolltest du mich gerade vergiften? Nein, das, die Spinne war das von allein. More puke than a frat party. You okay? I'm fine, just a bit hot. Wait, we went through all this for Romero? Emma's Romero, but I, no, of course not. Look, medical supplies. Is someone sick? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. Ja, ich höre dich, David. Mein Internet ist, oder mein Spiel ist abgeklappt. Ich bin noch in der Videosequenz, Gott. Emma means a lot to you. Und gucken wir die, guck ich die noch zu Ende und dann machen wir eine kurze Pause mal. I can't be what she needs. I can't protect her. She needs a friend's advice. We can get out of LA, but it all depends on her. She could do anything. So get her revved up again and let's go. Sure. Yeah. Okay. Hey, you're there? It's Sam B. Hey Sam, what's new? Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some guns. Exactly what we need. No doubt. Come meet me. Come on, let's head back. Can't have you getting bitten. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. Sure. Sam hat gerade durchs Walkie-Talkie durch und hat gesagt, dass er Waffen hat. Yeah? Kriegen wir von ihm unsere erste Schusswaffe oder was? Echt? Das kann gut möglich sein. Ich krieg mein Spiel nicht zu. Nee, ich habe auch einen Blackscreen. Wir hören noch die Hintergrundgeräusche. Ich glaube, weil immer noch Blackscreen ist, ist mein Spiel genauso wie deins zusammen die Party abgeschmiert, würde ich sagen. Müssen wir jetzt wir müssen nochmal gegen den Boss kämpfen, Digi. Er hat uns jetzt bis zum Boss zurückgeschmissen. Ich kann hier nicht beitreten. Ah ja, ich stehe. Frage, ob wir den Loot behalten haben von der Frau. Warte. Ich glaube ja. Rucksack. Ja, stimmt, ich habe einen Fleischhammer bekommen. Ja, und mein anderes Katana und die Machete, die ich bekommen habe, habe ich auch. Und das abgebrochene Katana habe ich auch noch dabei. Also müssten wir eigentlich jetzt genau nach der Dingsszene sein. Naja, ist ja auch egal. Achso, nee, wir müssen nur hier nochmal quatschen mit dem. Achso. Der Typ ist schon besiegt. Wir müssen nur quatschen. Okay. More puke than a frat party. You okay? I'm fine, just a bit hot. Wait, we went through all this for Romero? Emma's Romero, but I... No, of course not. Look, medical supplies. Is someone sick? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. I am helping. Yeah, can't hurt. Way to go, Michael. Emma means a lot to you. She's giving me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. She needs a friend's advice. We can get out of LA, but it all depends on her. She could do anything. So get her revved up again, and let's go. Sure. Yeah. Okay. Hey, you're there? It's Sam B. Hey, Sam. What's new? Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some guns. Exactly what we need. No doubt. Come meet me. Come on, let's head back. Can't have you getting bitten. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. Sure? Mm-hmm. Okay. Talk to Emma, yeah? Kling, kling.
Sehr schön. Okay. Gotta be a back way. Now how do I get out? So, jetzt komme ich durch. David, Hotdog essen? Sehen auch lecker aus, oder? Ich mag die dunklen links. Ja, ich mag die braunen unten rechts. Die mit dem leichten Grünschimmel drauf, das wäre was für Burg, glaube ich. Können wir ihn ja für das nächste Mal mitbringen. Ich glaube, er meinte Blauschimmel und nicht Grünschimmel. Ah, okay. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich sage einfach das Blauschimmel mit Kräutern. Gut. Gucken wir mal weiter. Back to my day job. Anyone What's care? That sound? A radio. Geht nicht. Hi. Ah, so, weil du nicht daneben standest. How may I help you today? Okay. It's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Halpern Hotel, like, soon? Ugh, that place gets zero stars for me. Who's asking? I'm... Hold up. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies in the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them. Rav, is that Hannah Montana? If he's not responding, it's probably not good news. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. And fängt sie gleich an, Flowers zu singen, oder was? Unique weapons. He'll make it worth your while. I do like weapons. Fine, I got some time to kill. I'll swing by the Halpern again. Warte mal, den Müll kann ich ja schon mal zercraften. Das war... Das behalte ich mal erst noch. Achso, ja stimmt, aus dem Safe kann ich ja auch noch Sachen. Die kann man auch mal alle zercraften. Ach ne, warte mal, die Basis nicht, die wollte ich behalten. Wo man die später ja auch noch besser findet, ne? Die Basis, die wir durch den Pulp Edition, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, für einen PC haben. So, das haben wir zerlegt. Dann gucke ich mich mal hier noch um. Hier ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Hier auch nicht, aber hier kommen wir bestimmt rein, oder? Ja. No signal. Ah. Müssen dann auch mal gucken, mal David, wenn es denn wärmer wird, dass wir mal unser Beef planen. Ja, das auf jeden Fall. Müssen wir den Jungs erstmal allen Bescheid sagen und dann müssen wir mal nochmal überlegen, wie wir es halt am cleversten machen wollen. Wie ich das jetzt gesagt habe, dass jeder drei Spiele mitnimmt und man lost von den drei eins aus. Ist ja jetzt auch nicht schlecht, theoretisch. Oder jeder bringt bloß halt ein Spiel mit. Aber. Ah, mal gucken. Nee.
paar mehr Crit-Treffer oder mehr Schaden? Deine Schuhe sind ja sexy. Schön Leo-Muster. Meine Schuhe? Mhm. Wie auf deinen Schultern mit Leo-Muster hast du auch auf den Schuhen. Ja, stimmt. Sam, it's Amy. Where am I meeting you? Me and Ronnie are headed to 12 Ark Hill Ridge. Meet you there. So Phil, hast du die schon, David? Control room Elektro somewhere in the Sterne? Waterworks. Yep. Okay. You'd think people would be less anal about security in an apocalypse. Okay, dann müssen wir wo weiter. Da kommen wir nicht rein. Kannst ja uns gleich ausprobieren. Oder so. War doch nur ein Wasserbehälter, der da hochgegangen ist, oder? Ja, jetzt bin ich noch Wasserfall. Ugh, it's that caustic X stuff again. Why is it in the pipes? How do I shut it off? Oder hätten wir da lang gemusst, wo du lang bist. This caustic goes again. War da unten noch was, David? Alright, valve wheel. Where are you hiding? Nee, Nur zum Heilen. Aber habe ich alles. Phil's off in filtration. This can't be normal. Filtration. Need a breaker. Die Batterie fehlt uns wieder. That's okay. Der ist tot. Ich habe auch gedacht, dass ich bei dem Spiel das eigentlich erstmal ein bisschen schlimmer finde, dass alle mitlevelt. Achso, hinter dir. Aber eigentlich finde ich es doch ganz praktisch. Okay, got a breaker. David, ich kann mich nicht wehren, da kommt einer angekrabbelt. Oder eine. Hier ist noch eine Kiste drunter. Ein Spaten. Ein Bambusstab. Hä? Muss sie werfen. Echt jetzt? Der hat hier eine blaue Waffe gedroppt bei mir, David. Oh, feckin' course. Leider. Need a breaker. Das ist, glaube ich, die du in der Hand hast. Alter, guck mal, hier hinten war, glaube ich, noch was. Doch, das hatte ich schon. Thank you.
Ding war nicht aus. Ach, doch, ist aus. Hast du noch eine Sicherung? Ja. Noch ein Katana. Nice. Worst that could happen, huh? One down. Was hat zwar abgedreht, aber. Hier ist noch ein X. Ja, gewiss, ich hab's ja gerade eben gemacht, aber dann ist hier Wasser ausgelaufen. Kannst du das ja sonst selber nochmal machen? Jetzt läuft hier Wasser raus. Deiner muss an sein, deiner muss da grün leuchten bei der 50, dann haben wir hier hinten 70, ja genau. Danny, Boyton, Soul Smasher, Valve, Thingamajig, Fixer. Müssen wir jetzt noch irgendwas drehen? Nee, ne? Jetzt haben wir das. Nee, jetzt haben wir das. Weißt du nicht, wo Schuhe ich bin? Oder die Rohrpumpe. Philosophical about it. Okay. Hin oder was? Nö. Nö. Wird nur den Hebel noch unbedingt.
Sledgehammer. Und wieder eine Werkbank. Oh, irgendwas gedrückt. Hey, this is Sam. We're almost there. Be there in a flash. So doch ein paar Kollege herrscht. So. Munition. Munition das? Habe ich gefunden, Blaupause hier im Schrank. Hast du schon den Knopf gedrückt, David? Ja, ne? Ja. Yeah, das richtige Katana. Außenrum? Okay. Du gehst da lang, ich gehe außenrum. Oder? Kommt man außenrum? So, Koffer und eine Notiz außen. Das Katana macht sie echt gut. Ah ne, ich muss bei dir lang, sonst komme ich da gar nicht hin. Wo kann ich einfach rüberhüpfen? Oh, das geht. Nur so ein paar Spuren finde ich. Hey, over here! Guys, Ronnie says this place is packed with guns. Get the busting this gate open. Gonna feel good to get a gun back in my hand. So need your attention. Denied. I skipped breakfast. Maybe this wasn't such a good idea. Stand the fuck back. It's hammer time. Open sesame. Oh, joy. I got this. Get the guns. He's got it. Whose place is this? Nikki Gutt, big game hunter on cable. I sauced her a snow leopard once. But they're in danger. Fake snow, too. Locked. What? Oh. Well, here she is. Oh. Not looking so hot today, Nikki. Hey, bitch. Still think you're too good for Ronnie fucking Redfield? Den hat's jetzt erwischt. Yep. Ach, das ist nur ein Kratzer, drüber liegt der. Jetzt hier, da brauchen wir ein paar Pflaster und dann ist es wieder auf den Beinen.
Leopard. You shot are gonna get it. Schon sehr viel aus. Okay, hier hinten ist rein gar nichts. Muss man nicht erst sie killen? Die lockt doch immer mehr an, oder? Geh zurück. Okay, das war eng im Gedränge. Wollen wir denn Sam jetzt erklären, dass Dings tot ist? Ach, der wird da schon nicht drum heulen, würde ich sagen. Nee, der kam da auch nicht so rüber. Wenn der erinnert, so ist er sagt, schade. Ja, dann nehmen wir mal rein, würde ich sagen. Erstmal nach oben, oder? Der kann auch unten erst mal. Ich hab mal ein bisschen Schiss, dass dann irgendwann irgendeine Videosequenz kommt. Und man nicht wieder in den Raum rein kann oder sowas, weißt du? Aber ich glaube, das ist in dem Spiel hier eher weniger so. Ich glaube, du kannst überall immer wieder rein. Randale. Oh. Okay, weiter jetzt nicht. Wie gehen wir nun da? Booyah! Wie ist er hier reingekommen? Hier durch die anders führt. Ja, hier gibt es noch eine Nutzfläche. Ich will erst mal gucken, ob es spinnt. Ist hier noch irgendeine Waffe? Nee, scheiße. Wirklich nur die Uzi und die. Ich hab gar kein Sturmgewehr mehr. Das kriegst du doch jetzt nochmal, oder? Von ihm. Ich glaube, wir kriegen die hier an der Wand hängt. Ronnie, hier. He didn't make it. Shit. It's not your fault, all right? People who ain't like us don't last out here. I told him, but he wanted to be the big fixer. I got bit to fuck just keeping him alive this long. Grab a gun and let's get back to Emma's. Yeah. You did good, Ronnie. Good, oh, man. Shit! Every zombie in the neighborhood must have heard those screams. Find a window upstairs and shoot any motherfuckers coming into the backyard. Upstairs. Let's get these gun trap. To cause extreme non-consensual facial piercings. Yeah, that's unendlich. Oh, warte mal, ich will die Waffe aber auch erstmal in der Hand nehmen. Gucken, ob der mit dem Zielen so gut klappt. Ich würde dir empfehlen, eher aus der Hüfte zu schießen. Außer du willst ganz weit entwechseln. Aber ansonsten aus der Hüfte funktioniert super.
Ja, ich wusste es. Man kriegt nämlich nur den Munitionstyp, den du hast. Und dadurch, dass ich keinen Schnell mehr habe, hab ich keinen ich ohne dich. Bin nicht mehr. Hinten? Der Sound hört sich manchmal an, als wenn welche von hinten kommen, oder? Alles gut, ich stelle mich hinten hin. Also, ich stelle mich hin. Better test the sights. Try getting up from this. Plus Halbautomatik, David? Ja. Aber es gibt so. Ich sag mal, na geil, ich konnte meine. Ich hätte nochmal Muni nachfüllen müssen, bevor ich den letzten erschossen habe. Zeigt nur noch 16 Schuss in der Knifter. Ich bin nicht ganz verliebt. Geilen Revolver. Ich guck dir alle einen Revolver, ich hab nur die Revolver bekommen. Ich hab eine Uzi. Muni für den Revolver. Oh ja, der muss Wumms machen. Der muss Wumms machen. Hast du gedacht, wa? Wollte dir das Ding in der Hand hochballern, dass es in den Luft geht. Ich hab leider daneben geschossen. Dicker Magnum-Revolver, Alter. Let's twist again! So ein Bauplan. Oh, ich habe eine Waffe gefunden ab Level 11 und ich bin noch gar nicht Level 11. Kann ich noch nicht benutzen. Die Crowbar. Ja, kommt auch noch schnell vor. Aber es ist gar nicht so viele Waffen, wie es hier im Spiel gibt, was man immer spielen soll, ey. Alles ausprobieren, verdammt. Muss hier erstmal kurz ruffen. Oh ja, ich gucke mal zu, was er sich alle in den Rucksack steckt. Auf jeden Fall steht er wohl auf Hackebeile. Ja,
Aber weiß nicht, David, ich sehe gerade leider, in 20 Minuten ist meine Festplatte voll. Dann müssten wir theoretisch aufhören. Ja, niemals. Achso. Hey, having fun? Fucking A. I'm nearly done. I'll see you back at the house. Sam, wait. I contacted a CDC doctor in Santa Monica. They need our blood to make a vaccine. That's so. With guns and everyone at Emma's, we can make it. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. So if Emma decided to come, you'd stay here? She won't. You might be surprised. See you back there. Sehr schön. Ja, an sich müssen wir jetzt sowieso eigentlich, glaube ich, nur noch zurücklaufen, genau, zum Anwesen. Nur, dann machen wir das. Können wir ja morgen an der Stelle weiterspielen, dann sieht man das auch im Stream und dann habe ich aber auf jeden Fall schon mal das, was wir jetzt aufgenommen haben, was ich die Woche raushauen kann und das von unseren Streams kann ich ja dann nächste Woche raushauen. Das klingt gut. Dann läuft das schon mal und natürlich Sons of the Forest geht auch weiter, Leute, weil wir haben es ja in den ersten ein oder zwei Wochen durchgespielt, was man bis dahin im Early Access durchspielen nennen kann, ne, David? Und ja. Ja. Da könnten wir dann auch mal irgendwann wieder reingucken, aber ich denke mal, wir lassen mal noch ein paar Updates vergehen. Anyone. Eins haben wir uns nämlich noch nicht angeguckt. Jetzt kommt ja schon bald das nächste. I'm here. Hey, you made it, Michael. Yes. Und dann haben wir auch ordentlich wieder was zu tun. Oh, das war cool. How'd it go with Emma? You talked to her yet? No. Ach, daneben. Why, no. I will. Yeah. There's no time to waste, Michael. You gotta get moving. I'm coming back. Da unten für ein Tor, David. Okay, bye. Eine Tür. It's all going to be worth it. Aber muss man überlegen, hätten die Back 4 Blood so gemacht, wie das Game wäre, dann wäre, glaube ich, Back 4 Blood auch wesentlich cooler geworden. Ich habe keine Sicherung mehr. Hast du vielleicht welche? Ich habe, glaube ich, noch nie eine gefunden. Nee, kannst du nur kaufen. Nee. Einfach immer um die Gegner drehen. Ab mit ihrem Kopf. Time. Ja, das ist ein Fleischklopfer. Der schlägt voll schnell zu. Na, das, ich sag mal, die kleineren Katanas. Also ich weiß jetzt nicht, wie man das nochmal nennt. Wusste ich aber auch mal. Oh, wenn der Zombie. Oh, wir brennen alles. Das ist natürlich auch schneller als das Zweihand-Katana, sag ich mal. Das hat ja eigentlich einen anderen Namen. Ist ja kein Katana, das kleine. Oh, dickes Jagdmesser blau. War hier im Safe. Nein. Man kann hier so viel looten. Darf ich mich nicht beschweren, ich freue mich darüber. Dass es in jedem Raum was zu finden gibt. Ich würde es auch cool finden, wenn es bei Resident Evil oder so mal mehr zu finden geben würde. Da sparen sie ja wirklich mit dem ganzen Zeug, was rumliegt. Okay, jetzt bei Teil 4, den sie neu gemacht haben, ihr habt es mal wieder mehr Stuff.
schon irgendwas Cooles gefunden? So, Muni im Bad. Wir gehen doch irgendwo die Treppe noch. Oben. Ne, unten im Bad. Oh fuck. Mal gleich auf Anschlag. Ja. Hier ist noch ein Tresor. Wo ist ein Tresor? Den habe ich schon. Achso. Ist ordentlich Cash drin. Shotgun. Dann hätte ich auch mal gerne. Aua! Ich bin umgefallen. Give me a hand here! Ja, also wieder zum Teil. Ist gerade gar nicht aufgepasst. Sind noch Kisten? Sagen wir mal durch mit dem Haus, oder? Jo, dann gehen wir weiter, oder? Oh, fuck. Ein Dachschiller. Eine Werkbank, die ist lustig. Eine Werkbank, die ist schön. Es gibt auch Waffen, die nur schwarz hinterlegt sind. Der Billardköhl zum Beispiel. Was bedeutet das dann? Nee, das ist doch grau. Nee, das ist komplett schwarz hier. Keine Modifikation, keine Vorteile. Und wenn man grau hat, dann hat man ja schon den besten Vorteil, sag mal, den man nicht ändern kann. Ja. Also ist das ein ganz einfacher, wa? Na komm, zerlegen wir. Oh, was sagt die Uhr? Hä? Jetzt sagt er, ja, wollte schon sagen 26,9 Minuten. Weiß nicht, ob wir noch zurücklaufen wollen, wenn wir es schaffen, aber. Bestimmt. Wenn wir wieder rüber, zeug, irgendwas anwesend, Speedrun. Können wir uns ja beim nächsten Mal hier noch alle Gebäude angucken und so. Wir müssen ja bestimmt wegen Missionen hier eh nochmal in die ganzen Ecken, denke ich. Ja, ne, klar. Beverly Hills.
Achso, du bist nur da hinten. Hast du an mir vorbeigelaufen? Nein. Du hast mich getötet. Das ist bei mir ewig vorne an dem Schild. Achso. Ja, ich habe ja kurz geguckt, aber ich bin ja dann weiter. So ist das halt manchmal, ne? Die Messer im Kopf eitert schwer raus, habe ich mir sagen lassen. Schön, dass jetzt hier mal Munition rumliegt. Alter! Da hat es uns gleich wieder aus dem Latschen gehauen. Dass das Katana gerade mal Stufe 10 ist und ein paar Mods drauf hat, macht das schon echt ordentlich Aua. Hallo. Oh, gut, wir müssen hier hoch. Jo. Und Katapult. Na dann, Home Sweet Home. You saved him. Yeah, you were. Hey, the team's ready to go. Oh, crap. Damn, man. How long you been bit for? It's nothing. Oh, Michael. Shit, we got to deal with this right now. Don't touch him. Go check on Andrea, see if she's okay. Oh, fuck that. This ain't no game, Emma. You know what's gonna happen to him. The same thing that happens to all of them. Now let me... This is my house. It is my rules, Sam. Go! If he so much as twitches funny, you... You know oh, what you've got to do. Yeah? Michael, what happened? I'm fine. You're not fine. It's not got a 9mm pistol in a hand. Okay? Emma, don't look. Don't even think about it. I took you in. You owe me this. Put the gun away. He's turning. Get out of the way. You don't know that. Hey. The 2019 Best Supporting Actress Romero goes to... Oh. Oh, my lucky charm. This is why you left. Emma. I think I've got the special blood. I'm zombie-proof. I just feel it. Yes. Yes, you have the special blood. You're going to get through this. Ich glaube nicht. Michael. Und jetzt bitte drei Schritte zurück. Michael. Michael, please wake up. Please. Emma, get away from him. Fuck you! Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Jeder hat eine Waffe. Emma.
emotional, die Dame, würde ich sagen. Michael was infected. I should have seen it. Das passiert halt, wenn sie immer alle unsere Hilfe ablehnen, ne? Dann gehen sie drauf. Wenn er alleine losgeht, ist er schuld. Denke ich auch. Na gut, meine Lieben. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Das geht dann im Stream weiter. Morgen. Also für euch ist es dann schon viel zu spät, weil heute haben wir es am 1.5. aufgenommen. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Gucken. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Like da. Über ein Abo würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Und sonst gehabt euch wohl. Haut in die Kommentare, was geht. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge sind, also ohne euch können wir nicht verbessern. Haut da auf jeden Fall auch gerne rein, wenn ihr coole Ideen habt oder sonst was. Und dann sagen wir Tschüssi, war David? Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Genau, haut da rein, meine Lieben.